Sie waren jetzt mit uns Zeuge der Präsentation der neuen MacCube-Generation, aber ich darf jetzt Herrn Besendorfer noch ein bisschen auf den Zahn fühlen. MacCube, wie kann man sich das vorstellen? Es ist jetzt so breit aufgestellt, ihr macht sogar, glaube ich, Office, Motels, Garagen, aber normal noch im Privatbusiness-Sektor, oder? Nicht nur, also MacCubes sind ja Module, die man nicht nur für Einfamilienhäuser verwenden kann, sondern genauso auch für Office Cubes oder Motels, alles was Module als Räume bietet. Also gibt es ein breites Spektrum dafür. Jetzt ist es so, man bekommt hier derart viel Holz, ich habe mir das einmal angeschaut. Wie kann man sich das denn in der Praxis vorstellen? Wird es dann normal verputzt, verarbeitet, genauso wie ein Holzregelbau heutzutage? Wir gehen dann ganz einen bewussten Weg der Nachhaltigkeit. Also wir verwenden wirklich nur Baustoffe, die auch nachhaltig sind und wo man sich wohlfühlt drinnen. Auch jetzt im Sinne von, zum Beispiel, man weiß es ja, wenn man in einer Blockhütte nächtigt, Holz wirkt beruhigend, Holz wirkt warm, eben wie in einem Blockhaus, und das ist genau das gleiche Material. Das heißt, das ist die Wand aus Holz, der Boden aus Holz, die Decke aus Holz. Somit ist es sehr warm und auch sehr angenehm, drinnen zu wohnen. Außen kommt dann noch Hanf drauf und dann eine Holzfassade oder irgendwas in die Richtung. Und dadurch ist es ein sehr ökologisches, nachhaltiges Haus für die Entsorgung einmal in ein paar hundert Jahren. Was ich ja so witzig finde, ist, man kann sich ja das Haus wirklich mitnehmen. Das ist ja nicht nur so ein Gag, das ist ja wirklich so gemeint. Ist dann die Österreicher schon so weit, so flexibel sind? Ja und nein. Also die Idee ist ganz einfach entstanden. Ich bin einmal in St. Pölten vorbeigefahren, wie sie den Baumarkt abgerissen haben. Und da habe ich gesehen, wie viel Beton und Baumaterial und chemische Baumaterialien wir eigentlich verwenden für den Hausbau. Und das hinterlassen wir aber den Kindern. Und jetzt haben wir gedacht, okay, wie könnte man das umgehen, dass man etwas Fixes hinbaut, aber trotzdem ein richtiges Haus baut. Und das ist MacCube. Wir stellen das auf Schraubfundamenten und nicht auf Betonfundamente, und somit kann man das jederzeit wieder wegnehmen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Leute früher viel zu groß gebaut haben. Ne? Auch wenn man die Kinder noch so annagelt zu Hause, sie bleiben nicht zu Hause. Und dann hat man diese ganzen Kinderzimmer über, die man sonst nicht braucht. Und die Leute, die heute so 60 sind, ärgern sich drüber, weil sie müssen es heizen, putzen, pflegen. Und das sind auch die, die am meisten bauen, weil sie dann kleiner bauen wollen. Und so könnte man das Haus jetzt kleiner bauen und etwas dazu bauen. Und wenn man die Kinder dann, also wenn die Kinder das Haus verlassen, kann man diese einzelnen Cubes wieder weggeben. Somit kann man es ergänzen und verkleinern. Und wenn man heute sagt, ich habe die Arbeit nicht mehr in Amstetten, sondern vielleicht in Linz, und es ist mir zu weit zum Fahren, dann nehme ich mein Haus und dann ziehe ich nach Linz. Ist auch kein Problem. Oder nach Innsbruck oder nach Berlin. Sie haben sogar auf der Website stehen, man muss nicht einmal ausräumen, was ich ganz Genau. witzig fand, aber die Laus wird mir zu bicken. Apropos Website, ich habe so eine Rubrik, die habe ich super gefunden, so Fragen, die euch oft gestellt werden. Und da ist unter anderem dabei, ja, so bei Cube Quadratmeter ungefähr bei 2000 Euro. Wo ich darüber gelacht habe, weil ich weiß, Massivbauweise halt sanieren oder neu bauen, ist man ja bei 3000 Euro pro Quadratmeter. Mit der Preisdurchdringung, wie geht es euch da? Uns ist es wichtig, dass der Preis, den wir anbieten, immer eine fixfertige, schlüsselfertige Variante ist, sogar mit Fundament. Die 2000 Euro sind ja mit Fundament, was ja sonst keiner im Angebot drinnen hat, damit der Kunde, wenn er ein Haus kauft, also einen Cube kauft, ein fixfertiges Haus kauft, damit nichts versteckt dazukommt. Das ist uns ganz wichtig, weil die Preispolitik in Österreich bei manchen Firmen ist es schon so, dass man eher spricht von sogenannten Ausbauhäusern oder belagsfertigen Häusern, und da weiß man eigentlich nie, was dazukommt. Man kann es vorher nicht wissen. So wie beim Sanieren, da weiß man auch nicht, was kostet. Ne? Ja, und die 2000 Euro sind eigentlich günstig, weil vergleichbare Firmen, die mit denselben Materialien arbeiten, liegen bei 2700 Euro der Quadratmeter. Was mich extrem überrascht hat, war zum auch der Passus Lieferzeit. Also das geht ja wirklich rasant. Kann man das so sagen, oder? Ist es wirklich so? Weil 8 bis 12 Wochen ist ja nicht. Ja, also wie mein Schweizer Kollege mir sagt, wir sind keine Hüslebauer, wir sind Industriefertiger. Man muss sich das so vorstellen wie ein Auto auf einem Förderband. Das heißt, es kommt drauf, wird zusammengebaut und da gibt es ganz klare Produktionsschritte und es geht innerhalb kurzer Zeit. In einer Halle geht es einfach schneller. Und man muss das so vergleichen, wenn Sie jetzt ein Auto kaufen, dann kommt der Autobauer auch nicht so in die Garage und baut das Auto dort zusammen. Machen wir mal, schauen wir mal. Sondern er baut es fertig auf dem Fließband, wo ein Qualitätsmanagement dahinter ist und ein Produktionsmanagement dahinter ist. Und somit gibt es mängelfreie Häuser.
Wir haben bei BNI einen Anwalt, der spricht immer davon, dass er Spezialist für Scheidungen ist. Ich glaube, da ist der MyQB auch perfekt geeignet, oder? Natürlich, jede zweite Ehe lässt sich scheiden, angeblich. Und es gibt auch viele Streitfälle, wo man sich nicht einig wird, was macht man mit dem Haus. Ne? Meist ist es so, dass es dann schnell verkauft wird, da freuen sich die Makler dann drüber, aber es wird immer Verlust sein. Ne? Und bei MyQB ist es so, wenn man streitet, dann kann man sich die zwei Hälften teilen. Jeder nimmt eine Hälfte Haus mit und dann gibt es keine Streitereien und keine finanziellen Nachteile. Wie geht es euch jetzt unternehmerisch? Weil aller Anfang ist schwer, nehme ich mal an, und die Idee ist so visionär, die braucht sicher für die Durchdringung, aber es macht ja nach außen jetzt schon einen wunderbaren Eindruck. Also die Idee kommt sehr gut an. Uns wird täglich gratuliert, wir haben Fans, nicht nur Kunden, wir haben Fans. Schwer ist es zum Beispiel bei Banken, weil die sagen dann, okay, das ist so neu, da kenne ich mich nicht aus. Oder bei Behörden, die sagen, ja, da kenne ich mich auch nicht aus. Also das ist schon ein gewisser Prozess, der noch wahrscheinlich ein Weile dauern wird. Aber wir sind gut unterwegs. Wann wird Österreich zu klein für die MyQB? Wir sind schon in der Schweiz tätig. Also es gibt in der Nähe von Luzern eine Produktionsstätte und einen Vertrieb. Also wir haben auch schon 2 oder 3 Häuser verkauft in der Schweiz. Ich weiß gar nicht auswendig. Es entsteht auch ein Musterhaus in der Nähe von Luzern. Und in Deutschland sind wir auch vertreten, in Bad Brückenau, das ist in der Mitte von Deutschland. Dort planen wir nächstes Jahr das erste Musterhaus. Die neue Generation, die jetzt vorgestellt wurde, unterscheidet sich ja in ihrer Flexibilität, sage ich fast einmal. Obwohl es ein vorgefertigtes System gibt, wird man sehr variabel. Was darf man sich darunter vorstellen? Ja, die Leute glauben bei uns immer, wir haben fixe Vorgaben oder Containermaße und so weiter. Das ist aber nicht so. Wir haben schon Variationen von 3,40 Meter Breite, das ist eine schöne angenehme Breite für ein Zimmer, mal 7,90, das sind Standardmodelle. Und da gibt es jetzt eine Vielfalt von verschiedenen Standardmodellen, eben zum Beispiel Schlafzimmer und Badezimmer oder Küche oder was auch immer. Die kann man auf der Homepage downloaden und kann sich's ausschneiden und selbst zusammenstellen. Das heißt, man kann sich sein eigenes Haus selbst kreieren mit den vorhandenen Vorlagen. Da ist für jeden was dabei. Und ich habe auch gleich die Preise dabei. Das heißt, ich weiß auch immer gleich, was es fertig kostet. Und somit kann man sein Haus sehr einfach selber planen und in 12 Wochen geliefert bekommen. Wir waren zuerst beim Preis. Mich schreckt das nicht so, muss ich ehrlich sagen. Aber ihr habt so interessante Finanzierungsaktionen oder Modelle. Wie kann man es da jetzt am besten nennen? Na, es gibt zwei Sachen. Das eine ist ein Finanzierungsmodell zum Beispiel für Best Ager, also ab 55, wo man zum Beispiel für 20% des Kredites, den braucht man einfach nicht mehr zurückzahlen, nur noch die Zinsen. Das ist gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel 60 wäre und einen Kredit möchte, dann geht das ja oft leider nicht mehr. Und bei uns gibt es schon eine Möglichkeit, dass man auch mit 70 einen Kredit bekommt, das Haus finanziert und dann eher so etwa 20% in etwa dann einfach stehen lassen, nur die Zinsen dafür bezahlt. Das kann oft ganz interessant sein, wenn man vielleicht die Pension dann für Reisen braucht. Das ist das eine. Das zweite ist, das Finanzierungsmodell der Herbstaktion, das wir haben. Wir planen ja Musterhäuser, wollen aber die Musterhäuser nicht finanzieren mit Banken und Krediten, sondern wir bieten da Kunden die Möglichkeit, Häuser zu kaufen, uns 2 Jahre zurückzumieten. Dafür bekommen sie die Möbel gratis. Ein tolles Angebot, also dem ist ja fast nichts mehr hinzuzufügen. Eine Frage jetzt noch, ihr seid jetzt hier in Amstetten stationiert, unternehmerisch. Mhm. An wen wendet man sich? Ruft man einfach gleich Sie an? Also am Prospekt steht meine Telefonnummer oben. Sie können mich natürlich anrufen. Wir haben auch 2 Verkäufer hier in der Gegend. Also einen in Wels, der zweite in Wallviertel oben. Wir sind alle für Sie da. Last but not least, warum sollte ich mir einen MyQB kaufen? Weil er nachhaltig ist, weil er aus Österreich kommt, weil er einen Fixpreis hat, weil er ökologisch ist und weil er einfach geil ist. Ich glaube, schöner hätte man es gar nicht sagen können. Dankeschön. Wir wünschen dir viel Vergnügen mit der weiteren Sendung. Danke.